So, es geht los. Also, auf dem letzten Plenum, da hat der Else den Punkt eingebracht, dass er im Sinne der Transparenz auch gerne von den anderen Projekten, die so im Raum Zeitlabor laufen, ein Feedback haben möchte, einfach zu wissen, wie steht es um das Projekt und auch, wie sieht die finanzielle Situation aus. Das trifft sich ganz gut mit dem Hacklays, denn das Hacklays-Projekt hatte ich im 6. November hier vorgestellt. Und die Zielsetzung beim Hacklays war eben, dass wir Einnahmen generieren wollten, um einen kleinen Etat zur Verfügung zu haben für zukünftige Elektronikprojekte. Und ich hatte damals eben auch schon gedacht, okay, wenn dann so die ersten Hacklaces verkauft sind, dass man dann mal Bilanz zieht. Und das passt jetzt ganz gut. Es sind also fast genau 3 Monate ist es her, dass das Projekt vorgestellt wurde. Und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, nachdem auch nun der erste Batch nahezu vollständig verkauft ist, hier mal Bilanz zu ziehen. Der Anfang war, wie gesagt, im Oktober letzten Jahres. Da hatten wir mit der Hardwareentwicklung begonnen. Das Projekt wurde dann am 6. November vorgestellt. Da waren wir so weit, dass wir eine fertige Hardware und Firmware hatten und Bausätze produziert hatten. Und wir haben 190 Platinen produziert gehabt, aber Bauteile zunächst mal nur für 50 Bausätze bestellt, weil wir eben noch nicht wussten, wie ist die Nachfrage, kommt das überhaupt an, werden wir die los? Haben dann später noch, das war so im Dezember, als wir merkten, okay, wir kriegen die 50 Bausätze relativ schnell verkauft und zum Jahresende stand der Kongress an, haben wir gesagt, machen wir die anderen 140 Bausätze auch noch fertig, haben Material nachgeordert und zusätzlich zum Hacklays haben wir noch seriell USB-Wandler verkauft, die hatte Muzi besorgt aus China und wir haben Battery Packs verkauft, wobei die jetzt noch nicht so gut gingen. Ich denke, die sind noch nicht so richtig angekommen, weil sie noch nicht so bekannt gemacht wurden, dass wir die haben. Und da rechne ich also damit, dass die im Laufe der Zeit sich noch verkaufen werden. Auf dem Kongress habe ich mehrfach gesagt gekriegt, dass das ja sehr teuer sei, irgendwie 5 Euro oder so für diesen. Ja, also wir hatten da 5 Euro veranschlagt, wir sind jetzt auf 4 Euro zurückgegangen. Ja, unter Umständen müssen wir dann am Preis auch noch was machen, dass die vielleicht attraktiver werden. Ja. Zur Finanzierung des Projekts. Das Projekt ist zunächst ausschließlich privatfinanziert worden von Muzi und mir. Das heißt, wir haben also erstmal das Risiko auf uns genommen und gesagt, wir investieren mal für die ersten 50 Bausätze und schauen, gibt es da überhaupt eine Resonanz. Als sich das abzeichnete und auch klar war, wir werden am Kongress sicherlich noch weitere verkaufen, haben wir dann das Raumzeitlabor mit dazu genommen, allerdings nur mit einem relativ kleinen Anteil von unter 25%. Also das Projekt ist überwiegend privat gestemmt worden und die Kasse vom Raumzeitlabor wurde da also nicht schwer belastet. Sind also hier etwa 260 Euro. Von den Kosten stellt sich das so dar, dass wir natürlich aufgrund der größeren Stückzahlen Mengenrabatte realisieren können, sodass wir einen Hacklays-Bausatz, hier ist es dann mal aufgelistet, für den ersten Batch für 4,56 Euro zusammenbekommen an reinen Materialkosten. Und dann gibt es noch ein paar Allgemeinkosten, das sind also Flussmittelstifte, Porto und Verpackung, die Ausstellungsstücke und so, wenn man die umlegt, macht es etwa noch 30 Cent aus, sodass wir also auf knapp unter 5 Euro pro Bausatz kommen. Das heißt, bei einem Verkaufspreis von 10 Euro haben wir hier so Pi mal Daumen 100% Gewinnspanne. Wenn man dann schaut, wie war das mit den Verkäufen, also es sind nochmal links die Ausgaben, die wir hatten, angegeben. Darunter sind die Ausgaben für die seriellen Adapter. Das ist etwas, das hat Muzi in Eigenregie verwaltet. Und hier haben wir die Philosophie vertreten, dass wenn jetzt Schüler kommen und einen seriellen und einen Hacklays-Bausatz kaufen, dass wir dann den seriellen Adapter zum Selbstkostenpreis dazugeben. Das heißt, also hier wollten wir eben dann auch Schüler etwas fördern. Deshalb sind hier auch die Gewinne dann nicht so hoch ausgefallen. Die Einnahmen gestalteten sich so, dass also die ersten 50 hier im Verein relativ schnell verkauft waren. Und dann der Kongress auch noch einen großen Batzen ausgemacht hat. Ich glaube, da sind also
90 oder so in der Größenordnung verkauft worden. Und zwischendrin eben auch immer wieder mal auch an andere Hackerspaces. Da war insbesondere Muzi also sehr aktiv, das Hacklace auch populär zu machen, hat das im Netz bekannt gemacht, hat in Düsseldorf einen Workshop gemacht. Jetzt sind welche nach Österreich verkauft worden, also Muzi war da ziemlich rege, um eben auch die Verkäufe anzukurbeln. Was man auch sieht, dass er eben deutlich mehr Einnahmen erzielt hat als ich. Insgesamt ist eben ein Überschuss von 710 Euro entstanden durch das Projekt. Und wie haben wir diesen Überschuss verwendet? Wir haben ihn komplett investiert, um den nächsten Batch zu finanzieren. Was wir also jetzt ohne wiederum die Raumkasse groß zu belasten, dann stemmen konnten. Es sind weitere 200 Platinen produziert worden. 60 davon sind in die USA verkauft worden, nach San Francisco, was ich auch ganz originell finde, dass wir also sogar den Schritt über den großen Teich machen mit unserer Idee. Muzi war so fleißig, hat jetzt die Tage die 140 verbleibenden Platinen zu Bausätzen umfunktioniert und das entsprechend bestückt. Das heißt, die Schublade ist im Augenblick wieder prall gefüllt. Und er hat es geschafft, eben bereits 65 Stück davon zu verkaufen. Und morgen werde ich nochmal ein Päckchen losschicken. Das geht nach Braunschweig, auch nochmal 10 Stück. Das heißt, wir haben also mit diesen 65 Verkäufen eigentlich schon die Kosten wieder eingespielt. Unsere Projektkasse ist jetzt mit ungefähr, glaube ich, 600 Euro wieder gefüllt. Und wenn wir die weiteren Bausätze dann, also die 140 komplett verkauft haben, durften wir etwa so 1.000, 1.200 Euro in der Projektkasse haben. Und das, denke ich, ist eine ganz solide Grundlage, um eben in Zukunft auch weitere Elektronikprojekte zu finanzieren. Wenn ich das vergleiche so mit meinen Erwartungen, die ich am Anfang hatte, da habe ich gedacht, naja gut, also wir verkaufen vielleicht 20 Hacklaces, bestimmt, 5 Euro, das wäre ein 100 Euro Gewinn gewesen. Oder wenn es gut läuft, auch 40, dann hätten wir 200 Euro gehabt. Das war so meine Perspektive. Und da muss ich sagen, sind wir jetzt natürlich deutlich drüber. Und das ist sicherlich eine schöne Sache fürs Raumzeitlabor auch. Lessons learned habe ich mal aufgeschrieben. Das war auch ganz interessant. Also wenn man so ein Projekt macht, dann hat man nicht nur Arbeit, sondern man kann auch eine Menge lernen. Insbesondere, was ich gelernt habe, ist, dass, obwohl das nur ein kleines Projekt ist, man ist sehr schnell in der Gefahr, da auch die Übersicht zu verlieren. Und ich muss sagen, da wir ja nun nicht mit einem speziellen buchhalterischen Konzept rangegangen sind, ist es so, dass wir, was die Kostenseite angeht, einen sehr guten Überblick haben. Das können wir alles durch die Rechnungen exakt nachvollziehen. Was die Verkaufsseite angeht, ist es uns ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das liegt zum einen daran, dass natürlich mehrere Leute am Verkauf beteiligt waren. Es liegt daran, dass hier die Schublade auch frei zugänglich ist und möglicherweise der eine oder andere einfach selbst bezahlt hat in die Raumkasse und sich einen Bausatz genommen hat. Oder auch beim Kongress ist es so gewesen, ich hatte da zwar eine Liste, so eine Strichliste angelegt, mit den Verkäufen und so weiter protokolliert werden sollten, die ist leider irgendwie verschütt gegangen, sodass man das also auch nur im Nachhinein rekonstruieren musste. Naja, die Liste war da, hat noch niemand was draufgeschrieben oder irgendwie zwei Striche. Ja, aber ich hab natürlich festgestellt, wie viel Geld am Ende mehr in der Kasse war, als ich Wechselgeld rein hatte. Und das waren, ich glaube, knapp 900 Euro oder so. Dann musste man, also stand drauf, wie viel irgendwie mitgebracht wurden von den Hackless-Dingern und dem ganzen Kram. Und dann musste man halt danach wieder zählen, wie viel noch da war. Also so über diese Rekonstruktion haben wir eben dann auch die Gewinnabschätzung machen können. Es ist so, wir erreichen nicht ganz den theoretisch möglichen Ertrag. Also man schaut, es waren 190 Platinen. Wenn jetzt jede davon 5 Euro gebracht hätte, das erreichen wir nicht ganz. Das heißt, wir haben so ein bisschen auch den Snackbar-Effekt, dass wir manche Umsätze nicht exakt nachvollziehen können. Und das ist eben etwas, wo ich halt auch gelernt habe, also Buchführung ist keineswegs eine triviale Aufgabe. Und wenn man wirklich möchte, dass man jeden Cent nachverfolgen will, dann muss man wirklich eine professionelle Buchhaltung auch installieren. Also bei so einem Projekt merkt man unmittelbar, wie sinnvoll sowas ist.
Frage ist natürlich, will man das als Verein? Und da denke ich, wenn sich Leute hier ehrenamtlich engagieren und man die dann mit irgendwelchen buchhalterischen Regeln zuprügelt, dann geht auch die Motivation und der Spaß verloren. Also von daher. Also ich glaube, die Schwierigkeit ist natürlich, man muss dann auch die Disziplin aller Beteiligten haben, dass also nichts ohne Beleg geschieht. Und naja, das ist so ein Korsett, ne, was man den Leuten überstülpt. Von daher, also ich wollte jetzt nicht so da rangehen, sondern habe versucht, zumindest die Kostenseite im Griff zu behalten und zu schauen, dass wir das wieder rein erwirtschaften, was wir auch ausgegeben haben. Von Mutzi soll ich noch die Erkenntnis mit einflechten. Er hat also auch festgestellt, einkaufen ist nicht nur nettes Shopping, sondern auch harte Arbeit. Er hat sich da also auch sehr reingehängt, Lieferanten ausfindig gemacht, Firmen ausfindig gemacht, knallharte Preisverhandlungen geführt, um dann noch einen Cent rauszukitzeln, und hat es geschafft. Also da war ich auch immer wieder erstaunt. Aber es ist natürlich auch Aufwand, den man treiben muss. Und ich denke, das muss man dann auch anerkennen, dass es nicht nur immer Spaß ist. Aber letzter Punkt, den ich hier aufführe, Hackdays macht auf alle Fälle Spaß. Ich kann es also jedem nur empfehlen, wenn er Lust hat, auch selbst mal so ein Projekt aufzusetzen, weil man lernt viele neue Dinge kennen, auch eben so organisatorische Sachen, mit denen man vielleicht, wenn man für sich alleine bastelt, nie in Berührung kommt. Man hat Leute da, mit denen man zusammenarbeiten kann, die wirklich also ideale Kollegen darstellen, wie man sie auf der Arbeit nie haben wird, weil die Leute hier aus Spaß und Interesse und mit hoher Kompetenz wirklich bei der Sache sind. Also zum Beispiel Monika und Team, wie die sich reingekniet haben, das Animator-Tool zu entwickeln, was also von uns am Anfang nur so angedacht war, und dann auf einmal kommen Leute und sagen, ja, hey, das können wir machen, und dann wird auch ganz professionell ein Softwareprojekt erstellt mit Tests und allem drum und dran. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Und von daher muss ich also sagen, der Spaß an der Sache ist es auf alle Fälle wert, und Entschädigung für die Arbeit, die man da auch investiert. Ja, zum Schluss zusammenfassend kann ich sagen, also das Hackleys-Projekt hat das Raumzeitlabor im ersten Batch eben mit 260 Euro in Anspruch genommen. Das ist also relativ gering gewesen, dadurch, dass Muzi und ich das überwiegend privat gemacht haben. Wir haben 710 Euro Gewinn erwirtschaftet, was jetzt eben der Grundstock ist für weitere Elektronikprojekte. Wir haben mit dem Hackleys jetzt eine Möglichkeit, nachhaltig Einnahmen zu generieren. Denn ich denke, das Interesse am Hackleys wird sicherlich noch eine Weile anhalten. Und wir haben eine positive Wirkung erzielt, was den Bekanntheitsgrad vom Raumzeitlabor angeht und das Renommee. Also draußen in Deutschland und bis über den großen Teich wird wahrgenommen, dass hier in Mannheim eben coole Projekte entstehen. Und auf den Bausätzen ist auch immer das Logo vom Raumzeitlabor dabei. Also ich denke, das hat auch den Bekanntheitsgrad sehr gut getan. Und was sich eben auch ergibt, das war dann Zwetschko, also auch interessant zu sehen, man bringt so ein eigentlich hardware-lastiges Projekt auf und auf einmal kommt jemand und sagt, Mensch, da gibt es dieses Agenda-Diplom, wäre das nicht was? Und da ist eben auch was entstanden, was dann auch dem gemeinnützigen Vereinszweck dient. Und wir müssen natürlich auch so ein bisschen drauf gucken, wir sind ein gemeinnütziger Verein, das heißt, wir sollten das auch bedienen. Und dass das Hackleys jetzt dafür auch eingesetzt werden kann, denke ich, ist sicherlich kein Schaden. Okay, das war soweit der Überblick über das Hackleys. Also für meinen Teil muss ich sagen, ist es ein Erfolg und ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, euch freut es auch. Thank you.